Müssen wir mal unsere Leute hier ranholen? Wozu habe ich so viele Bewohner mitgenommen? Weiß auch keiner. Bring ich alle mal hier rein. Oh, okay, weiter geht's. Ein Großteil dieser Leute müssen wir noch besiegen. Weiß nicht, ob das dazu da ist, also quasi, dass wir hier noch einfach, falls wir so viele Leute verlieren, dass wir dann nochmal angreifen können. Könnte sein, ne? Die Mission ist schon sehr lang. Es wird eindeutig die längste Mission, die wir bis jetzt hatten. Aber ich glaube, wir sind ganz gut gerüstet. Sehr viele Bogenschützen, die sehr weit schießen können. Die können auch weit schießen. Und wir holen uns jetzt immer so ein paar Leute ran. Dann geht's rund. Hol sie schon mal. Oder einen Teil. Ja, nur holen. Guten Tag. Kann ich mal mit eurem Chef reden, bitte? Wer hat hier das Sagen? Hallo? Alter, wie weit wir hier alle auseinanderstehen. Hui. Okay, es sieht so aus, als müssten wir auf die andere Seite gehen. Zack. Für den Thron. Mein Verbündeter. Alle Mann auf die andere Seite. Mit meiner Ehre. Oh, hier ist noch ein kleines Dörfchen. Ja, wir haben echt, glaube ich, viel zum Anschauen, was wir noch nicht so gesehen haben. Okay. Mit meiner Ehre. Für den Thron. Also die haben wir schon mal kaputt gemacht. Für den Thron. Gehen aber auch sehr einzeln hier rum. Mit meiner Ehre. Wir werden angegriffen. Für den Thron. Mit meiner Ehre. Ups. Für den Thron. Habe ich ein paar Leute angelockt. Pfeilehagel, wer ist das? Constable de Albert. Wir werden angegriffen. Für die Krone. Jamilot den Heiden mit meiner Ehre. Jamilot den Heiden mit ganzem Jamilot den Heiden. So, versuchen wir hier die Dinger nochmal kaputt zu machen. Die uns hier von der Seite beschießen. Da ist einer. Wir werden angegriffen. Für den okay. Thron. Zack. Mal Leute anlocken. Für den Thron. Mit meiner Ehre. Du komm mal hierher. Für den Thron. Willst du diensten? Oh, warum reiten die denn so hier? Warum kommen die nicht mal zu uns? Für den Thron. Wir werden angegriffen. Stets zu dies ganzem Jamilot den Heiden. So. Mit meiner Ehre. Für den Thron. Mit meiner Ehre. Für den Thron. Mit ganzem Herzen. Stets zu diensten. Für den Thron. Wir werden angegriffen. Jamilon. Stets zu diensten den Heiden. Oh, oh, oh. Mit ganzem Herzen. Stets zu diensten. Glück war das nur irgendwer hier. Nicht unser einer von den wichtigen Leuten da reingeritten ist. Wo reitet er jetzt hin?
Bisschen zurückziehen hier. Oi, 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 oi. Oh, nicht healthy, was du da machst. Also, werden wir schon gewinnen hier, aber okay, ich habe die meisten Bogenschützen geheilt. Die meisten Reiter kaputt gemacht, aber da ist noch eine ganzen Haufen an Bogenschützen hier hinten und da Pikiniere, so wie ich das gesehen habe. Herzog von Orléans ist noch unterwegs. Wird aber auch relativ schnell runtergemacht, glaube ich. Okay, den hat's auch zerlegt. Ja, er heilt ihn irgendwie nicht. Das ist ein bisschen nervig. Muss hier noch die Pikemans ab. Reitet mal ein bisschen durch. Ganz schön viele. Weil die können ja auch ganz schön weit schießen hier. Ein bisschen Höhenvorteil. Nice. Schafft. Okay. Ha, wir haben sie gebrochen. Seht nur, wie die Hunde fliehen. Frankreich ist wieder unser. Seid nicht so harsch, Phil. Viele gute Männer sind an diesem Tag gefallen. Freund wie Feind. Wohlan. Unsere Männer sind tapfer. Doch Tapferkeit scheint's reicht heute nicht mehr aus. Die Engländer hatten keinen Sinn für meinen Witz. Und reizt man sie, so sind sie wie Hornissen. So, Dorfer. Dieses Land gehört nun mir. Durch Herkunft und Eroberung. Was sagt ihr dazu? Was gibt es noch zu sagen? Mein Vater bietet euch die Hand seiner Tochter Katharine. Wenn ihr dies Land regieren wollt, wird nur die Hochzeit mit dem königlichen Haus euch legitimieren. Gemach, ein Mann kann keine schönere Blüte finden. Nichts soll der Heirat noch im Wege stehen. Die Männer hier an meiner Seite und ihre in Ehren gefallenen Kameraden und Franzosen verdienen nicht weniger, als dass wir nun wie Brüder leben. Kein Blutvergießen mehr. Sir, ich schätze unsere Verlobung und die Verbrüderung unserer großen Nationen. Die sind schon echt gruselig, die Bilder. So, es klingt so, als hätten wir es geschafft. Ja. Okay, was ist hier? Hier sind die hingeflohen, der Rest. Okay, hier sind ein paar Fischer. Ah, guck mal, die sind nach hier unten gegangen. Ich weiß nicht, ob das Paris sein soll. Vermute ich mal. Hier war ein Örtchen. Hier war ein Örtchen. Enge Ressourcen. Ja, wir haben doch relativ viel entdeckt. Gut, das hier unten Paris ist, haben wir natürlich nicht gesehen. Aber sehr schön. Haben wir geschafft. Dieses Spiel beenden. Was natürlich jetzt wieder die Klickrate angucken. Das Wichtigste. Gerade schon gesehen, 1500 waren es. Aber wir gucken es gleich nochmal an. Militär, Wirtschaft, Franzosen, minus 13.000. Ja, okay. Verlorene Gebäude 188. Wahrscheinlich alle, die auf der anderen Insel waren. Oder so. Helden 2. Zeitablauf. Zip. Zip. Haben wir da gemacht. Immer noch in der 6. Epoche. 28% der Karte erkundet. 1500 Mausklicks. Sehr schön. Ja. Dann freue ich mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir sehen uns gleich in der nächsten Kampagne, der 7. von England. So, bis gleich.